Meine Lieben, ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen hier zu einem neuen Part Fußballmanager 2013 Reloaded mit der Datenbank 1415 hier bei eurem Zwingsmido und damit herzlich willkommen zum Montagsvideo, denn wir haben heute Montag, den 8. Dezember 2014. Der 32. Spieltag steht an, wir sind im Part Nummer 44 und wir stehen jetzt ganz kurz vor dem Aufstieg in die Belletage des schottischen Fußballs, nämlich in die Premiership. Voraussetzung dafür ist ein Punkt gegen die Heart of Midlothian. Mal liebe Grüße an den Baumhader, falls du hier reinschauen solltest, ist hier seine aktuelle Mannschaft, die hier die zweitbeste Mannschaft ist nach der Mannschaftsstärke. Dann würde ich mal sagen, gehen wir rein, die weiteren Begegnungen. Cowden Bath gegen Falkirk, dann Barton gegen Hibernian, Queen of the South gegen Alloa und die Race Rovers gegen Livingston. Gehen rein, Textmodus sagen, geht raus und spielt ordentlich Fußball. Und damit moin moin und herzlich willkommen hier im Ibrox Stadium zur Begegnung Glasgow Rangers gegen Heart of Midlothian. Erste Chance hier für die Hearts nach 6 Minuten. Emile Heskey setzt sich im 16er gut gegen Christopher Julien durch, legt auf David Ulm, aber Cameron Bell kann den Ball hier locker aufnehmen. Erste gute Chance hier für den Gegner. Jetzt die Möglichkeit für uns, aber John Daly stand da noch im Abseits, schade. Das wäre die Chance hier gewesen. Wäre eine mögliche Vorlage von Munir El Haddadi gewesen, der gerade seine Schwierigkeiten bei uns hat. Jetzt 9. Minute. Wir haben viel Platz und verlieren keine Zeit. John Daly schaut kurz nach rechts, passt dann geschickt zu Valotti. Oh Mann, er passt hier auf Martial. Dann aber seinen Kopfball nicht richtig drücken kann. Der Ball streicht knapp über die Latte. Neil Alexander hebt die Hand. Schade. Aber wir haben direkt die nächste Chance. 11. Spielminute. David Templeton auf Mattia Valotti. Neil Alexander verlässt das Tor, doch Valotti bringt das Leder am Keeper vorbei nach innen. John Daly schiebt locker ein. Klasse, 1:0. 11. Spielminute. Daly mit seinem 28. Saisontor. 12. Vorlage von Mattia Valotti. Oh Mann, schade. Das wäre eine Möglichkeit gerade gewesen von Ian Black. Jetzt die nächste Chance, Powerplay sozusagen von unserer Mannschaft. Aber der Schuss geht hier am linken Pfosten vorbei. Jetzt Chance Alou Diarra, der frühere Bayern-Akteur. Er legt sich im Freistoß zurecht. Das Spielgerät fliegt aber deutlich über den Querbalken. Bell muss nicht eingreifen. Aber nächste Chance der Hearts. Emile Heskey aus der Distanz knapp daneben. Wir haben die nächste Möglichkeit. Valotti startet in der Gasse, aber Daniel Wilson geht rustikal dazwischen, klärt zur Ecke. Er hat allerdings klar den Ball gespielt. Ein Foul war das nicht. Und ich nehme hier eigentlich recht spät auf. Wir haben nämlich Samstagabend 19.30 Uhr. Beginnt gleich die zweite Hälfte Bayern gegen Leverkusen. Habe ich die erste Halbzeit angeschaut. 0:0 war der Stand. War nicht so ein interessantes Spiel, weil Bayern gegen Leverkusen sind ja eigentlich in der Regel immer spannende Begegnungen. Zumindest in der Vergangenheit gewesen. Jetzt die Chance hier von Callum Patterson. Die zweite Ecke. Ganz knapp geht der Ball da unten am linken Pfosten vorbei. Na Gott sei Dank. Ist das hier gerade nochmal gut gegangen? Jetzt die nächste Chance, 27. Spielminute. Anthony Martial hat sich im Rücken von Daniel Wilson freigeschlichen, bekommt den Ball. Er versucht, Neil Alexander auszugucken, aber der Versuch misslingt. Schade, schade. Sagen wir doch hier mal gleich voller Angriff. Haben jetzt die Möglichkeit, 34. Minute. Ian Black schickt mit einem langen Pass schon Daly auf die Reise. Der großgewachsene Mannschaftskapitän flankt von rechts auf Martial, doch Brad McKay kann den Ball zur Ecke abgrätschen. Wir können ja mal drauf gucken, wer hier alles spielt. Einige Spieler kennt man ja wie Neil Alexander, Brad McKay, Daniel Wilson, Callum Patterson. Sind alle Spieler, die beim guten Baumader ja zum Einsatz kommen. Gary Oliver kennen wir auch. Spielt auch dort regelmäßig bei ihm.
Jetzt hat man hier währenddessen zwei Möglichkeiten, haben die allerdings nicht genutzt. Und ihr habt's jetzt mit der Möglichkeit. Ein unglücklicher Abseitspfiff gegen David Ulm. Nach solchen Entscheidungen wird sich das Schiedsrichtergespann vermutlich nach dem Spiel mal wieder in die Kabine einschließen und erst dann herauskommen, wenn die Reporter abgezogen sind. Kann natürlich passieren. Es sind Fehlentscheidungen, die passieren im Fußball. Jetzt die hundertprozentige Chance. Callum Patterson kommt rechts im 16er zum Schuss. Der Ball fliegt durch zahlreiche Abwehrbeine. Torhüter Cameron Bell kann nur noch abklatschen. Und Emile Heskey stoppt aus 6 Metern ab. Das 1:1, fünfte Saisontor von Emile Heskey, 9. Vorlage von Callum Patterson. Und die machen damit zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt den Ausgleich. Wir werden sehen, wie es in der zweiten Halbzeit kommt. Aber auch selbst so ein Unentschieden bringt uns in die erste Liga. Von daher schaue ich da einfach mal nach vorne. Sollten wir verlieren, vertagt sich das halt auf den nächsten Spieltag. So, Cameron Bell tun wir auch mal motivieren. Frische, Gaccherini und Valotti. So, Halbzeitansprache, so haben wir uns das vorgestellt. Und dann gehen wir rein in die zweite Hälfte. Ohne viel Terrain. Und jetzt haben wir die Chance, 48. Spielminute, schöner Steilpass auf Martial, aber er schießt viel zu früh und trifft den Ball nicht richtig. Weit vorbei und vollkommen harmlos. So, nachdem wir hier die Konzentration ausgelegt haben, gehen wir jetzt in den Angriff. Denn wir wollen hier vor ausverkauftem Haus noch gewinnen. Aber Chance jetzt für die Heart of Midlothian. Emile Hesse geht auch schon davon ab, wird von Mehdi Sefane noch abgefangen, na Gott sei Dank. Und jetzt kommt Dylan McGowan für Daniel Wilson. Und wir sehen hier eine gelbe Karte für Federico Cecerini, die jetzt auch angezeigt wird. Emile Heskey wird schon Cecerini da ganz eindeutig gehalten, um einen gefährlichen Angriff zu unterbinden. Gelb, da gibt es auch keine zwei Meinungen. Die habe ich auch nicht und er kommt herunter, ganz klar. Und wird dann sich jetzt auch hier gleich um Patterson kümmern. Und die anderen beiden Wechsel werden vorne im Sturm ausgetragen werden. Nämlich Kevin Kyle, der zum Einsatz kommt. Unsere Fans singen Rangers till I die, I'm Ranger till I die. Wir haben jetzt hier gleich die gute Möglichkeit, die wir jetzt aber erstmal nutzen, um zu wechseln. So, dalle. Valotti taucht plötzlich alleine vor Neil Alexander auf, doch statt zu schießen, legt der junge Mittelfeldspieler noch einen Haken und vertändelt so die Chance. Schade. Jetzt der Doppelsturmwechsel, von dem ich mir so ein bisschen was erhoffe. Aber bislang war das noch nichts. Statistiken können wir sehen. Deutliches Plus mal wieder für uns. Aber ihr kennt es ja, wir können es nicht nutzen. Jetzt haben wir hier einen Wechsel. David Ulm verlässt den Platz. Quentin Pereira kommt. Und da kümmert sich Darren McGregor drum. Emile Heskey bekommt die Sonderbewachung. Wir sagen jetzt nochmal voller Angriff. Vielleicht geht ja jetzt in der Schlussphase noch etwas vor beiden Toren und die Teams legen noch einen Zahn zu. Stevenson muss gerade wegen einer Attacke von Templeton an der Schulter behandelt werden. Und er muss jetzt auch raus. Jamie Walker jetzt im Einsatz für Stevenson. Und Jamie Walker bekommt hier auch noch eine schöne Behandlung hier von Sefane. Nächste Möglichkeit, 75. Spielminute. Aber Kevin Kyle bekommt da nicht genügend Power in den Schuss, um Neil Alexander da ins Bedrängnis zu bringen. Und das ist wiederum die Chance für den Gegner. Jermaine Sheenis auf Emile Heskey. Cameron Bell ist jedoch blitzschnell unten und packt Bomben sicher zu. Keine 2:1 Führung hier für die Heart of Midlothian. Noch 10 Minuten hier. Und wir müssen jetzt nochmal einen Zahn zulegen. Aber der Gegner hat jetzt die Chance. Und Cameron Bell kann hier gerade noch am Vollstrecken hindern. Na Gott sei Dank. Chance jetzt hier. Signorino Cricin den Ball im letzten Moment vom Fuß. Na Gott sei Dank kam er so einen guten Abwehrrecken da hinten mit Signorino.
Und wir haben die Chance, 85. Spielminute. 100%ige, drückt uns die Daumen. Oh Mann, Callum Gallagher vergibt kläglich. Freistehen, köpft aus 4 Metern vorbei. Das ist doch nicht zu fassen. Das ist doch nicht zu fassen hier. Wird das hier ein Unentschieden zum Schluss? Oder auch nicht? 87. Signorino auf Stefane, der Brad McKay vernascht, dann aber auch 20 Metern rechts vorbeischießt. Und Brad McKay jetzt mit der gelben Karte. Nimmt er bei der Ballannahme die Hand zur Hilfe, was von Schiedsrichter bemerkt wird und zu Recht mit einer gelben Karte geahndet wird. Und jetzt noch eine Minute Nachspielzeit hier im Ibrox Stadium. In einem Topspiel gegen die Hearts. Und es wird auch dem gerecht. 1:1 am Ende. Das müsste der vorläufige Aufstieg sein. Können wir aber gleich gucken. 56:44% Ballbesitz. 15:11 Chancen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich im Nachbericht wieder. Und damit herzlich willkommen hier zurück zum Nachbericht des 32. Spieltags der Scottish Championship. Wir, die Glasgow Rangers, haben heute mal 1:1 unentschieden gespielt. Beste Spieler waren jeweils die Torhüter mit Cameron Bell und Neil Alexander. Unsere beiden Ansprachen sind fehlgeschlagen, weshalb auch immer. Naja, ist nicht so tragisch. Von den Noten her, Templeton war Lotti und Deli heute mit einem guten Tag. Ansonsten war das heute eher nur Mittelmaß. Aber es kommt natürlich auch mal vor. Emilia Heskey mit einer 2,5 Klasse Spiel gezeigt. Mit dem Ausgleich gegen uns. Wir sehen es hier, 7:6 Schüsse, 5 Schüsse vorbei, 4 daneben beim Gegner. 10:8 Chancen, also relativ ausgeglichen. Und 56:44% Ballbesitz, Spieler des Spiels Neil Alexander. Und das Spiel war während des ganzen Spiels bewölkt bei Temperaturen um die plus 6 Grad. Jetzt zu den Ergebnissen. Queen of the South mit dem 2:0 gegen Alloa. Codenbeath unterliegt Falkirk mit 1:3, wir mit dem 1:1 gegen die Hearts. Dumbarton unterliegt Hibernia mit 0:3 und Livingston siegt ebenfalls mit 3:0 bei den Raith Rovers. Damit haben wir jetzt noch 4 Spieltage, 13 Punkte Vorsprung und das heißt, wir haben es geschafft. Wir dürfen uns feiern, denn wir haben heute den Aufstieg geschafft in die Premiership und begegnen damit wieder den Mannschaften hier mit Celtic, St. Johnston, Aberdeen, Dundee United. Und wie sie alles heißen, Motherwell, das werden bestimmt schöne Partien. Vor allem die Derbys, die Old Firm Derbys gegen Celtic Glasgow, das wird bestimmt wieder sehr top werden. Und wir sehen hier Celtic, der Meister mit 10 Punkten Vorsprung auf St. Johnston. Und dann gucken wir mal jetzt noch in die weiteren Ligen in Österreich, Austria Wien vor Salzburg. In Belgien Anderlecht vor Sylte Waregem. In England Liverpool vor Chelsea und Man City. In Deutschland FC Bayern München in Front mit 17 Punkten Vorsprung auf Schalke und Hoffenheim. 8 Spieltage vor Schluss, 24 Punkte sind noch zu holen. Also das heißt, Bayern München braucht noch 7 Punkte für die Meisterschaft, können damit bereits schon am 29. Spieltag ihre mögliche Meisterschaft feiern. Wäre ähnlich rekordverdächtig wie in der letzten Saison. Dann sehen wir hier unten Augsburg, Paderborn, nach wie vor Stuttgart, die 17 Punkte haben, 2:2 gespielt haben gegen die Eintracht aus Frankfurt. In der zweiten Liga Lautern vor RB Leipzig und Duisburg. In der dritten Liga Duisburg vor Bielefeld und Dortmund zweite, momentan auf dem Relegationsplatz damit Wien Wiesbaden. Jetzt zu den Stimmen, da sagte ich heute einen Batzen. Das Spiel war über weite Strecken hektisch, es war geprägt von Ballverlusten, von Chancen auf beiden Seiten. Nach der Pause haben wir mehr Druck entwickelt. Mit dem einen Punkt können wir nicht zufrieden sein, aber es hat sich der Trend verfestigt, dass wir homogener werden. Und Edgaras Jankauskas, den man ja kennt, der Litauer, der auch früher für die Heart of Midlothian gespielt hat, sagte, es war ein sehr verfahrenes Spiel, beide Mannschaften konnten ihre spielerische Klasse kaum zeigen. Wir waren lange Zeit zu defensiv und konnten unsere Entlastung, keine Entlastung verschaffen. Nach dem Ausgleich hatten wir sogar noch die Chance zum 2:1, aber insgesamt war das Remis verdient. Und Vlado Batzim, der Trainer von Cowdenbeath, mit dem Zitat des Tages, ich weiß, dass ich keine Argumente habe. Spieltagsstatistik sehen wir heute niemanden von uns in der Elf des Tages, dafür zwei von den Hips, zwei von Queen of the South und zum Fraser Ayer, der es reingeschafft hat.
Teamleistung heute viertbeste mit einem Schnitt von 3,14, in der Saison nach wie vor beste mit einem Schnitt von 2,86. Beste Spieler noch John Daly mit 28 Toren. Hat jetzt wieder ideal die Führung hier übernommen. Und nach 32 Spieltagen Daly und Kyle Noten beste Spieler. Jetzt zum Fairplay sind wir die fairste Mannschaft nach wie vor. Und ein Tag Ausfall noch von Zivkovic ist also im nächsten Spiel wieder mit dabei. Ein kurzes Statement zum Aufstieg. So, was sagt man denn? Das ist natürlich ein tolles Gefühl, die Mannschaft hat sich das verdient. Mir fehlen die Worte, super, das ist klar, aber meine Gedanken gehen schon Richtung nächster Saison. Ich habe immer an diese Mannschaft geglaubt und heute haben wir den Lohn eingefahren, fantastisch. Das können wir sagen. Moral alle plus 1. Und dann können wir auch weitergehen. Sehen hier den ablösefreien Wechsel von Alex Pierce von Reading zu uns. Damit haben wir uns auf jeden Fall einen guten Innenverteidiger gesichert. Hier nach wie vor Arsene Wenger und Rudi Garcia vor Entlassung. Sehen hier Vertragsverlängerungen von Kerscher, kaufen Cresito für Zenit St. Petersburg sowie El Sinjo und Luis Adriano für Schachtar Donetsk. Dann können wir hier weitergehen. Müssten jetzt die Einblendung Aufstieg sehen? Genau, jetzt, klasse. So, da habt ihr es nochmal gesehen. Ein Video, was wir uns eigentlich immer hier irgendwie einplanen können. Und jetzt ist der nächste Jugendspieler da, Philipp Easton. 3 Sterne, eine 42 mit 15. Hat jetzt auch die entsprechende Stärke, sodass wir sagen können, wir können ihn mitnehmen. Werden wir auch machen. Die Musik kommt jetzt natürlich in den Hintergrund. Statusbericht Verletzungen. Zivkovic noch einen Tag, ist wieder fit. Und unsere Mannschaft ist so jung, ist zumindest schon mal gut, wenn sie das ist. So, dann gehen wir mal weiter. Unsere B-Junioren schlagen die Heart of Midlothian mit 4:2. Bester Spieler Robert Rieke. Aber die Tore machten Julian Schaub, Robert Rieke und Alexander Mitte. Alles Abonnenten. Klasse Leistung, muss man schon sagen. So, können wir weitergehen. 10 in Änderung hier in der 5-Jahres-Wertung. Wir sind auf Platz 23. Klasse, mit 18,69 Punkten. Gibraltar hier auf Platz 28. Und jetzt sehen wir hier die Viertelfinalbegegnungen, die Rückspiele. Im Halbfinale steht Real Madrid hier ganz knapp. Mit 3:2 sind sie hier weitergekommen, AS Monaco. Hat es nicht geschafft, Barcelona hat sich da noch mit 2:0 zu Hause durchgesetzt. Mit den Torschützen Thiago und Lionel Messi. Paris Saint-Germain ist noch ausgeschieden, trotz des 0:3 im Hinspiel. Haben jetzt mit 0:4 verloren, Juventus Turin damit im Halbfinale. Und Manchester City sind wahrscheinlich ganz interessante Begegnungen. So. Sehen wir hier. Na, nach wie vor dasselbe Platz. Nationaler Pokal lassen wir uns mal anzeigen noch. Und Zenit Athletic Bilbao hat es geschafft. Unsere Celtics scheiden damit im Viertelfinale aus. So, sehen hier AC Florenz ist weiter, Athletic Bilbao, Zenit St. Petersburg und Schachtar Donetsk. So, und dann haben wir es gleich geschafft. Können Sie nach dem Titelgewinn eine lange und erfolgreiche Zukunft bei den Glasgow Rangers vorstellen? So, mal gucken. Dazu kann ich mich nicht äußern, sonst nageln Sie mich in 100 Jahren wieder fest und erinnern mich daran, dass ich ihnen nach einer Meisterschaft geschworen habe, nur über meine Leiche hier aufzuhören. So, ich kann mir derzeit keinen besseren Verein als die Glasgow Rangers vorstellen. Es passt alles zusammen, das sagen wir doch mal. Fanbeliebtheit plus 5 ist doch schon mal gut. Obwohl wir ja nur einen Einjahresvertrag haben, aber schwamm drüber. So, Cowdenbeef steht an. Dann haben wir noch die weiteren Begegnungen, Hibernian gegen Queen of the South, das Topspiel, dann Alloa gegen die Hearts und wir Cowdenbeath gegen Glasgow Rangers. Und sehen hier, dass Valotte hier einen Notenschnitt von 2,41 hat. So,
So, 10 News gucken wir uns natürlich noch an, stellen die Mannschaft auf und dann war's das. Levan Kenia auf der 8. Osterei, okay, ja, stimmt. Ostern steht jetzt an hier im LP. In der Realität ist heute Nikolaus. Ist aber mittlerweile wieder vorbei, wenn ihr das Video hier seht. So. Höchster Formgewinn von Mattia Valotti. Hinweis vom Assistenten zu Valotti. Hängende Spitze könnte er. Und haben eine Prämie bekommen. Jetzt muss ich nochmal gucken nach einem Spieler, der mir vorgeschlagen worden ist. Hashi Mastur. Wäre natürlich ein ganz interessanter Mann, aber mit seinen 14 Jahren können wir ihn nicht holen, glaube ich. Wäre, glaube ich, nicht möglich. Wir sind eine Nummer zu groß für ihn. Hat eine Stärke von 48, also bräuchte noch einiges an Zeit. Aber behalten wir uns mal im Auge. Gecherini könnte eine Pause gebrauchen, ist müde. Darf Signorino ran. Sivkovic kommt wieder mit. So, Kevin Keil darf auflaufen. So, machen wir es wieder genauso. Öffne Taktik. Sagt man unserer Mannschaft wieder 500 Euro. Wichtiges Spiel des Jahres. Braucht man eigentlich kaum. Können wir ja am letzten Spieltag nehmen. Der Aufstieg steht ja jetzt schon fest, von daher brauchen wir uns da keine Sorgen zu machen. So, haben wir das soweit eingestellt? Jetzt gucken wir uns den Jugendspieler noch an. Ah, hier darf ich wieder aufräumen. Nur Müll wieder im Kader. Ich brauche doch keinen Müll hier. Ich brauche anständige Jungs. Zum Glück kommen einige von uns demnächst noch hoch. Mal gucken. Eine 42, okay, der darf schon mal da bleiben, ganz klar. Dafür kommt er dann raus hier. So. Kann auch da vorne mit einer 39. Naja, müssen wir noch gucken. Ist der nächste für euch, aber den Easton müssen wir jetzt erstmal noch hier begrüßen. Ist nämlich der letzte auf der Liste für neue Spieler. Soderle. Wo bist du? Hier, Philipp Easton. So, Zweikampf, Manndeckung, Robustheit, vielleicht noch Ballkontrolle. Und die Sprungkraft, Soderle. Soderle, haben wir das soweit? Und jetzt kommt das für dich Spannende hier, nämlich der Name, der umgeändert wird. Und zwar wirst du jetzt heißen Nico, Nachname Albers. Und der Vorname Nico. Damit herzlich willkommen, Nico Albers, bei uns in der Mannschaft. So, kriegst dann noch in der nächsten Folge dein Spielerbild. 1.12.1997. Und dann würde ich doch mal sagen, war's das für diese erfolgreiche Folge. Wir haben den Aufstieg geschafft.